So, herzlich willkommen bei der Firma KSF Grillgeräte. Mein Name ist Marco. Wir bauen heute einen Kupusgrill zusammen. Zum Kupusgrill. Wir verschicken Ihnen den in zwei Paketen. Das sind sehr schwere Pakete. Sie müssen die Pakete öffnen und dann das Material erstmal entnehmen. Das Ganze machen wir jetzt mal. Nachdem Sie die Pakete geöffnet haben, müssen Sie die Teile alle abfolieren. Bitte vor Montage des Grills das Ganze entfernen. Wichtig vorab, die ganzen Teile sind durchnummeriert. Die Teile sind eingraviert und bei der Montage müssen Sie darauf achten, dass diese Nummern immer leserlich sind. Also die dürfen nicht auf dem Kopf stehen und auch nicht nach hinten, sondern sie müssen immer leserlich für Sie sein. Wir kommen zum Zusammenbau. Dazu erstmal die zwei Hauptteile ineinander stecken. Wenn Sie alleine sind, am einfachsten ist es hier einführen, vorne nehmen, nach oben ziehen, etwas arretieren und danach einfach abstellen. Zum nächsten Schritt. Im Zubehör kriegen Sie mitgeliefert kleine Bolzen. Diese sind für die Löcher, die Sie ringsherum an den Teilen überall haben, zum Einstecken. Es ist Ihnen selbst überlassen, ob Sie von innen nach außen, von außen nach innen diese Bolzen stecken. Wir persönlich stecken sie von außen nach innen. Das Ganze wird dann arretiert mit sogenannten Sicherungssplintern, damit das Ganze nicht wieder auseinanderrutscht. Zur Montage. Die Hauptteile wurden jetzt bereits ineinander gesteckt. Jetzt kommen wir zu den linken und rechten Seitenteil. Da auch wiederum wichtig, auf die Nummerierung achten, dass die leserlich ist. Ansonsten stecken Sie die Teile falsch zusammen. Und das bedeutet, zum Schluss kriegen Sie den Grill nicht zusammen, weil die Führungen anders sind wie das Seitenteil. In dieser Phase haben wir jetzt schon mal das Grundgerüst von dem Kupusgrill. Es reicht erstmal aus, wenn Sie die oberen und die unteren Bolzen hier gesteckt haben. Die restlichen Bolzen können Sie dann zum Schluss einfügen und mit Splinten arretieren. So, als nächstes kommen wir jetzt zum Deckel, der drauf gesteckt wird. Und dann kommt noch die Haube zum Schluss zum Schließen. Dazu haben Sie zwei Führungshilfen, die das oben das Scharnier miteinander verbinden, damit Sie den Deckel auch bewegen können, ohne dass er abfällt. So, jetzt sind wir fast am Ende angelangt mit dem Gerät. Jetzt haben wir noch die Inlet-Bleche. Wichtig dazu, das ist kein Edelstahl, wegen der Verformung durch die Hitze. Und das ist die Abschirmung für Ihren Grill, für die Außenseiten, dass Sie sich nicht blau verfärben. Dazu muss man halt eben auch sagen, kein Edelstahl bedeutet auch, diese Bleche können rosten. Nach dem Gebrauch, wenn Sie das Gerät draußen stehen lassen oder je nachdem benutzen, Sie müssen die Bleche rausnehmen, trocken reiben und ins Trockene stellen. Und da auch wichtig zu beachten, Sie sehen, da sitzt hier oben eine Verschraubung drin. Auf der einen Seite haben Sie eckige Schrauben, auf der anderen Seite ist ein abgerundeter Schraubenkopf. Dieser abgerundete Schraubenkopf, eine sogenannte Hutmutter, die schaut nach innen ins Gerät. Die eckigen sind diejenigen, die auf dem Gehäuse außen aufliegen, links nach rechts. Dazu nehmen Sie das. Sie sehen hier diese Verschränkung, stecken die ineinander. Und dann können Sie das Ganze einlegen. So, zur Einlage des Unterrostes, auch der sogenannte Kohlerost. Wie Sie sehen, ganz einfach einlegen. Wichtig auch da wiederum, das ist kein Edelstahl, das rostet, wenn Sie es nicht entnehmen. Im Gegensatz zum Oberrost, das heißt, das ist der große Rost, wo Sie Ihr Fleisch drauflegen oder was auch immer. Der ist aus Edelstahl, der kann nicht rosten. Zur Entnahme oder zum Reinlegen haben Sie in dem Video gesehen,
haben Sie die Halterungen. Diese gelten für den Unterrost natürlich auch. Damit können Sie auch entnehmen oder reinsetzen. Der Zusammenbau gestaltet sich relativ simpel. Das ist eine Hilfe für Sie. Wenn Sie das einmal gemacht haben, ist das natürlich überhaupt kein Problem mehr. Wichtig, alles wurde gesagt. Sie haben den Zubehör, das sind Splinte und die Sicherungssplinte. Und da ist etwas mehr dabei. Falls Sie mal einen verlieren, logischerweise, dass Sie dann nicht mehr grillen können, haben wir etwas mehr für Sie dabei gelegt. Dann wiederum noch zu beachten, die Inlet-Bleche, der Unterrost, sogenannter Kohlerost, dass das Ganze eben nicht rostfrei ist, dass Sie sich da etwas drum kümmern müssen. Der Rest ist unbedenklich, wenn Sie das draußen stehen lassen würden. Ich sage herzlichen Dank, viel Spaß damit, viel Erfolg damit und auf Wiedersehen.